Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Heute kommt die Frage von Tim. Hallo, zuerst einmal wollte ich mich bei Ihnen für Ihren tollen MK-Blog bedanken. Ich bin noch Koi-Anfänger und hätte eine Frage zum Thema Koi im Winter. Ich möchte ein GFK-Becken oder Faltbecken im Garten meiner Eltern aufstellen und das am besten gar nicht heizen. Und deshalb meine Frage, halten Koi es aus, wenn es so um die 0 Grad ist oder müssen die Koi umsiedeln oder ähnliches? Ich bedanke mich schon mal im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, Tim. Ja, lieber Tim, da gibt es eine ganz klare Antwort. Nein, das halten die nicht aus. Du kannst davon ausgehen, dass unter 5 Grad die ersten Fische anfangen zu sterben. Und das auch, wenn dir irgendwelche Leute erzählt haben, ja, ich habe meine Koi bei 2, bei 3 Grad überwintert, die lagen einfach ruhig am Teichboden. Das kann mitunter gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Also ich sage, wer Koi hält, sollte ihnen im Winter auf jeden Fall eine Minimaltemperatur von 6 Grad garantieren. Und wer das nicht kann, der sollte eigentlich mit dem Thema Koi erst gar nicht anfangen. Und wenn du dein Faltbecken außen stehen hast, und selbst wenn du es isolierst und machst und tust, du verlierst ja die Wärme langsam und das ungeheizt bleibt, dann, ich weiß jetzt nicht aus welcher Region in Deutschland du kommst, aber bei uns hier, wir hatten dieses Jahr irgendwann mal so eine Kältestrecke von 2 Wochen mit permanent Dauerfrost, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das Becken irgendwann anfängt einzugefrieren. Und da natürlich die Kälte dann von allen Seiten angreifen kann, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass das relativ schnell eingefriert. Und gerade GFK und Faltbecken, die haben ja natürlich, wenn die oberirdisch aufgestellt sind, genießen die ja nicht den Vorteil der Erdwärme. Wenn man jetzt einen Teich sieht, der 1,50 Meter oder 2 Meter tief ist, da unten haben wir keine Frostzone. Da kommt dann immer noch Wärme vom Erdreich in den Teich, was auf jeden Fall mal garantiert, dass wir am Boden so 4, 5 Grad haben. Also das Projekt kannst du so nicht durchführen. Aber ich denke, deine Eltern, euer Haus wird unterkellert sein oder in der Garage ist noch Platz, wobei der Keller natürlich die sehr viel bessere Möglichkeit ist. Stell das Faltbecken einfach in den Keller und dann hast du hier, hast du zumindest den Koi eine hervorragende Möglichkeit gegeben, frostfrei und bei anständigen Temperaturen zu überwintern. Allerdings, wenn du es in den Keller stellst, solltest du darauf achten, dass der Raum, in dem das steht, dass der nicht feucht wird. Also da musst du irgendwie für eine gute Umluft sorgen. Oder dir einen kleinen Luftentfeuchter kaufen, die kosten auch nicht die ganz große Welt. Aber 0 Grad und Koi ist ein absolutes No-Go. Und zu den Teichtemperaturen, wenn ich häufig die Koi-Liebhaber erzählen höre, ja, meine Koi völlig unbeheizt und bei 2 Grad am Teichboden und nicht einen Ausfall gehabt, da muss man natürlich auch immer aufpassen, stimmen die Thermometer, mit denen die Temperatur bestimmt wurde, und ich habe da ja schon öfters mal einen Blog dazu gehabt, 2, 3, 4, sogar 5 Grad, Abweichung der Thermometer von der tatsächlichen Temperatur sind nicht selten, und ich bin mir auch da sicher, dass viele Leute, die 2 bis 3 Grad gemessen haben, am Ende in Wirklichkeit 5 bis 6 Grad hatten. So, lieber Tim, dir weiterhin viel Spaß mit dem Hobby. Wenn Ihnen der Blog gefallen hat, dann liken Sie ihn, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.